Mr. Mike. Mr. Mike. Heute mal wieder ein kleines Video über einen Rasierer und hauptsächlich wegen zwei Gründen. Erstmal, ich rasiere mich sehr oft, mein Kopf, ihr wisst es, immer sehr fresh, windschnittig, damit hole ich locker nochmal 2 bis 5 km/h mehr raus beim Basketballspielen. Natürlich so ein Wunschdenken, aber ihr wisst schon, auch mehr Spaß. Und jetzt ist mein mega geiler Rasierer kaputt gegangen. Den hatte ich locker an die 8 Jahre. Mega geil. Filler Shave, gar keine Ahnung. Philips war das. Mega gut, der wird aber nicht mehr hergestellt. Was auch nervig war, oder was heißt nervig? Das ist mir auch so ein Ding. Der ging nur mit Kabel. Das ist jetzt was Gutes oder was Schlechtes. Dann habe ich den hier ausprobiert von Brown. Habe mich nicht überzeugt, ein bisschen zu klein hier vorne. Ne? Hat länger gedauert zum Rasieren. Auch der Akku war ein bisschen kacke. Und jetzt habe ich halt wirklich einen gefunden. Mit dem Rasieren geht es auch schon gut. Ja, 3 Monate, halbes Jahr, keine Ahnung. Auf jeden Fall doch schon lange. Von Hattecker. Die Marke kenne ich gar nicht, spreche ich so richtig auf. Hattecker, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mit Akku wird aufgeladen. Das Blöde ist, wenn er leer ist, ist er leer. Ne? Du steckst ihn an, möchtest halt an der Steckdose rasieren, funktioniert nicht. Mega nervig, du musst ihn also vorher aufladen. Was aber dann wieder geil ist, wenn er aufgeladen ist, dann hält der locker für gut 10 Rasuren, bei mir zumindest. Und auch geil, mit dem kann ich halt wirklich Kopf und Bart gleichzeitig rasieren. Ich habe hier einmal die Einstellung für 0,5 mm, oder? Würde ich mal sagen. 5 mm sind es nicht. Und dann hier 2,5. Also 2,5 ist dann ein bisschen länger. 2,5 nehme ich für den Bart, ne? Für die etwas längere Länge und 0,5 für den Kopf. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich finde den mega. Also den kann ich echt nur empfehlen. Kostenpunkt 28 Euro. Das ist auch so ein Ding, weil ich wollte keinen Rasierer für 100 Euro haben, weil ich habe es ja bei meinem letzten gesehen, der 8 Jahre gehalten hat. Der hat, glaube ich, auch einen Fuffi gekostet oder so. Daher geht es halt wirklich günstig auch, verstehst du? So, aber, ja. Hier mit der Akkuanzeige. Voll gut, Alter. Mega gut. So. Oder? 10 Minuten, 8 Minuten mit vorher labern. Ist okay. Ja, passt. Mega geil, das hier. Echt, kann ich absolut nur empfehlen. So geil das Teil. Vor allem halt für 28 Euro. Ne? Die Preiskategorie, die macht es halt auch nochmal aus. Gell? Da, ja, vielleicht konnte ich dem einen oder anderen helfen, weil ich habe es halt letztens so nervig gefunden. Was heißt letztens? Das ist auch schon wieder ewig her. Ich habe einen neuen Rasierer gesucht. Ne? Ich hatte diese 3 schon da. Von dem war ich zuerst nicht überzeugt. Ich habe ihn auch nie wirklich getestet. Und dann habe ich gesucht und gesucht. Ich habe mindestens 2 Stunden damit verschwendet, einen neuen Rasierer zu suchen. Dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, nimm die alten noch mal her. Und dann habe ich mich noch mal durchprobiert bei diesen 3 hier. Auch bei meinem kaputten, weil der hat nur so einen Wackelkontakt. Jetzt habe ich den voll in die Tonne. Und das ist der Shit, Mann. Ich schwöre es dir. 28 Euro, wie gesagt, unten Videobeschreibung verlinkt. Check aus, gönnt ihr. Mega geiles Teil. Feedback geben, wer ihn sonst noch kennt. Und ja, Mann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mr. Mike.